So, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal rein in eine Reaction. Und zwar schauen wir uns das Video an von Alpha Kevin, ApoRed unterstützt Terrororganisation, Bibis Beauty Palace und Timothy sind wieder zurück. Also, ich habe mit ApoRed nichts mitbekommen. Also, ich habe nicht mitbekommen, dass irgendeine Terror. Ich habe nicht mitbekommen, dass er irgendeine Terrororganisation unterstützt, aber ich habe mitbekommen, dass Bibis Beauty Palace wieder zurück ist. Die hat nämlich auf Instagram ganz viele Bilder gelöscht, ein neues Profilbild hinzugefügt, eine neue Bio hinzugefügt und sogar ein neues Bild hochgeladen. Und ich bin gespannt, was dieses Jahr noch von ihr kommt. Mal schauen, was Alpha Kevin dazu sagt. Tja, liebe Freunde, eigentlich wäre dieses Video hier nie gekommen, hätte ich nicht gerade eben Corona und kann deshalb auch nicht nach Prag reisen. Chichi an der Stelle, positiv ist aber, jetzt habe ich. Super viele Leute, auch so in meinem Umfeld, haben super viele Leute irgendwie gerade Corona. Scheint wieder eine Welle zu machen. Vielleicht liegt es daran, dass es gerade Winter ist und generell die Leute einfach öfter krank sind. Aber ja, Kacke. Gute Besserung an der Stelle. Über Silvester Zeit auch Videos zu erstellen und gegebenenfalls Livestreams zu machen. Also von daher alles halb so wild. Diese Woche ist aber wieder einiges passiert, was mein Bibinator-Herz höher schlagen lässt. Denn zum einen hat sich Bibi auf Instagram zu Wort gemeldet. Dann wurde ApoRed von Mimi zum 11. Mal komplett hops genommen. Und Oh, Sascha muss ich mir auch wurde noch einfach anschauen. verklagt und verurteilt. Also es ist. Das muss ich mir auch noch anschauen. Das sind zwei Sachen, die habe ich noch nicht Ist wieder gesehen. einiges los und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein in die Bibi. Tatsächlich ist es ja schon mehr oder weniger bekannt, dass Bibi mit Timothy Hill zusammen ist. Das ist wichtig zum Verständnis zu genau dieser Situation, um die es sich handelt. Vor ein paar Tagen hat nämlich Bibi ihren Instagram-Account ein bisschen aufgeräumt. So hat sie um die 900 Beiträge gelöscht, wo vor allem auch Julienko mit drauf war. Und tatsächlich kann man auch von einer kleinen Promo-Aktion sprechen. Denn ihr Freund Timothy hat nun auf Instagram einen Beitrag geteilt mit folgenden Worten. Wir sind überinfluenced und unterinspiriert. Jeder benötigt seinen Raum, um zu wachsen. Genauso wie der freie Wille und deine Seele. Darunter schrieb dann Bibi folgenden Kommentar. Ich freue mich so sehr für dich. Auf, dass du die Leute genauso inspirierst, wie du es bei mir täglich schaffst. Deutet also alles auf ein enges Verhältnis der beiden hin. Und außerdem scheint Bibi ihn auch hierbei tatkräftig zu unterstützen. Denn durch die entstandene Aufmerksamkeit bei ihrem Instagram-Profil sind viele zu Timothy gegangen und wissen nun auch, dass es sich vermutlich um eine Promo-Aktion handelt. Denn Timothy hat einen Link in seiner Bio und dort bezeichnet er sich selbst auf seiner eigenen Webseite als Life-Coach. Er schreibt dort außerdem. Es ist ja auch heftig, wie viele Life-Coaches mittlerweile gibt. Also ich finde, und das ist nur das, wie es bei mir rüberkommt. Das ist aber nicht das, wie es tatsächlich ist, natürlich. Aber ich finde, durch diese ganzen Coaches, die es mittlerweile gibt, wirkt alleine der Begriff, also so Life-Coach, Finanzcoach, wirkt immer so ein bisschen scammy. Womit ich natürlich nicht sagen will, dass das bei Timothy oder Timothy der Fall ist. Ich helfe Ihnen dabei, Ihr aktuelles Leben mit all Ihren Schwierigkeiten und Problemen mit anderen Augen zu sehen. Sie werden lernen, Unwichtiges gezielt zu vergessen, um Platz zu machen für all das Wichtige und Gute in Ihrem Leben. Also, das ist immerhin kein 0815 Business Coaching oder E-Commerce-Zeug. Er hat außerdem Oh noch. ja, so Business Coaches wirken zurzeit halt auch einfach so übel scammy. Ja. Kein 0815 Business Coaching oder E-Commerce Zeug. Er hat außerdem noch folgende Kategorien, welche er alle abdeckt. Und zwar wären diese Life Coaching, Mental Coaching, Gesundheitscoaching, Motivationscoaching. Coaching ist kein geschützter Begriff, oder? Also jeder darf sich Coach nennen. Dafür musst du nicht irgendetwas gelernt haben oder irgendein Zertifikat haben, oder? Familiencoaching. Der Bre muss wirklich ein absolutes Multitalent sein oder er hat extra Fachleute dafür angestellt. Sonst behandelt er Dinge wie Krisenmanagements oder bereitet auch Seminare für Unternehmen vor. Also ja, was soll man sagen? Das Ganze sieht jetzt gar nicht mal so kacke aus. Es hat Struktur und es kann durchaus hilfreich sein. Also ich möchte das jetzt hier nicht so als 0815-Zeug abstempeln. Zumindest denke ich, dass Bibis Aktionen bewusst dafür gesorgt haben, dass die Aufmerksamkeit auf Timothy gelenkt werden sollte. Vielleicht ist es aber auch ganz anders und Bibi entscheidet sich demnächst ein Comeback zu starten, das wäre natürlich auch eine wilde Nummer. Sollte das so sein, dann bitte ich Bibi darum, dass sie nicht wie Julienko oder auch wie Tanja für jeden Scheiß Werbung macht, denn irgendwann. Ich finde, also man hat jetzt noch gar nicht so viel von Bibi mitbekommen, bis auf diesen einen Post, in dem sie halt ein bisschen was geschrieben hat und dass sie eben ihr Profilbild gewechselt hat. Aber alleine das bisschen, was man mitbekommen hat,
gibt schon den Vibe von, sie hat sich wirklich selbst reflektiert, sie hat sich verändert und sie ist erwachsener geworden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie mit einem komplett anderen Lifestyle und auch mit einem anderen Content wieder auftauchen wird. So hat sie, also auf Social Media auftauchen wird. So hat sie es zumindest auch geschrieben, dass sie, dass jeder Post jetzt auch mit mehr Herz quasi gemacht wird. Also ich glaube schon, dass es anders wird als das, was man von Julienko mitbekommt und seiner Freundin. Ja, hoffe ich. Dann halte ich das auch nicht mehr aus. Wobei, dann hat Sascha wieder mehr Material für Videos. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr denkt, dass Bibi wieder zurückkommen wird oder denkt ihr einfach nur, jo, das war eine Promoaktion für Timothy und das war's, sie hält sich weiterhin raus. Mimi ist wirklich ein anderer Mensch. Nachdem er vor knapp 13 Tagen ein 56-minütiges Video gegen Up weiß man eigentlich von Mimi, wie er aussieht? Oder ist der komplett anonym? Ich bin mir da nämlich gar nicht sicher. Ich verfolge Mimi halt wirklich null bis eben auf die Videos, die er, ich glaube, mit ApoRed hat das Ganze ja gar nicht angefangen, ne? Das war ja irgendwie so, dass die Videos von Mimi, ich glaube, haben die mit Leon Mascher angefangen oder mit, ich glaube, die gingen zuerst, ging es um Leon Mascher und dann ist er eben so zu ApoRed gekommen. Aber, also die Videos sind heftig. Es ist einfach so krass. Mimi hat so sein ganzes YouTube-Leben einfach nur der Zerstörung von ApoRed gewidmet. Erstellt hat, kam nun die Fortsetzung dieser Zerstörung online. Diese geht halt diesmal 50 Minuten und die hat es wirklich in sich. Denn hierbei kamen weitere Dinge ans Tageslicht, die wirklich deutlich zu weit gingen. So konnte gezeigt werden, dass ApoRed eine Empfehlung gab, eine Petition bzw. Organisation zu unterstützen, welche aber eigentlich Terror finanziert. Dass sich ApoRed an Terrorfinanzierung beteiligt hat. ApoRed hat zum Spenden an einen Verein aufgerufen und laut eigener Aussage auch selber gespendet, um angeblich Brunnen und so weiter aufzubauen. Sichere Unterkunft, Krankenhausbau. Ich werde euch mal die Seite verlinken. Ich habe da selber mal gespendet. Die sind auch sehr authentisch, haben sehr viele YouTube-Videos hier, ne? Lass mich hier kurz mal hier Werbung machen. Aber mit dem Geld wurde am Ende auch finanziert. Und der Verein wurde auch mittlerweile verboten. Das ist schon ziemlich krank. Zumal es schon bei den... Warum ist wirklich alles, was ApoRed macht, scammy? Wirklich von A bis Z. Heftig. Ersten Google-Suche klar war, dass diese Organisation extrem umstritten ist. Sollte ApoRed das gewusst haben, dann ist hierbei wirklich Game Over. Sowas Extremes hätte ich nicht mal von ihm erwartet. Und da er meinte, dass die Seite ja mega authentisch ist und er auch Videos angeschaut hat und so weiter, kann das halt wirklich der Fall sein, dass er davon wusste. Es besteht natürlich aber auch die Möglichkeit, dass er wieder mal keine Ahnung hatte, welche Organisation er dort unterstützt und hat dann einfach eine so umstrittene Organisation beworben. Applaus dafür, das ist wirklich absolut ekelhaft. Des Weiteren konnte Mimi wieder mal aufzeigen, wie unnötig oft ApoRed bei jeder banalen Gelegenheit lügt. So versprach beispielsweise ApoRed, dass er viele Videos in Japan aufgenommen hatte und generell auch teilweise Daily Uploads kommen werden. Stattdessen hat ApoRed fast gar nichts gemacht. Dann meint er außerdem, dass er ja in Dubai in einem krassen Penthouse wohnt. Nun ja, er wohnt auf der Straßenseite in einem Hochhaus, aber das ist halt ganz unten und es ist vor allem kein Penthouse. Also auch das war wieder vor gar nicht allzu langer Zeit gelogen gewesen. Und was mit am heftigsten war der Punkt mit der Körperverletzung. Und das ist mir richtig krass aufgestoßen, weil ich das absolut nicht nachvollziehen kann. Denn Mimi zeigte, wie oft Red doch betonte, dass er über einen Vorfall von 2017 gern reden würde, aber das noch gar nicht so kann. Ich bin auch vorgestellt mit einer Sache. Ich war auch dreimal vor Gericht, aber auch nur wegen Körperverletzung. Problem ist, dass ich halt zweimal vorher wegen Körperverletzung vorbestraft war. Ich bin ja einmal auch wegen Körperverletzung vorbestraft gewesen. Einmal vor Gericht, ne? Wegen Körperverletzung. Vor Gericht. Aber auch nur wegen Körperverletzung. Es war nur Körperverletzung vor Gericht. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Als ob das irgendwie was Normales wäre oder gesellschaftlich anerkannt wäre. Doch dann wird es noch absurder als jetzt schon vermutet. Denn Mimi hatte tatsächlich Kontakt mit demjenigen. Hey, erstmal Props für dein Video über die großen YouTuber. Mir ist auch so etwas passiert. Es ist in Bremen passiert, nach dem Online-Stars-Event. Da hatten wir auch kurz geredet, unten im YouTuber-Raum. Der von ApoRed geschlagen wurde. Und dieser hat Mimi sogar ein gerichtliches Schreiben zugeschickt, dass das, was ihm dort widerfahren ist, tatsächlich auch so stimmt. Und da wurde mal wieder ersichtlich, dass ApoRed über den Vorfall gelogen hatte. Denn dort meinte er selbst die ganze Zeit, dass er bei einem Rap-Battle-Turnier einen Kontrahenten eine Backpfeife gab, weil er
die Mutter von ApoRed beleidigte. Stattdessen steht aber in diesem gerichtlichen Schreiben Folgendes. Und jetzt kommt's, sie haben sich vor dem Battle darauf geeinigt, dass es keine verbalen Tabus gibt und die Mutterline kam im Battle. Woraufhin ApoRed nicht mit einer Ohrfeige, sondern mit der Faust zugeschlagen hat. Zusätzlich wurde das Handy aus der Hand geschlagen und M4Soldier wurde dazu aufgefordert, sofort zu verschwinden. Das Battle wurde also durch ApoReds Ausraster beendet. Ah, top. Junge, was für eine Heulsuse musst du eigentlich sein, um bei einer Mutterline in... Imagine, du machst ein Rap-Battle gegen jemanden und natürlich, ich würde sagen, es gibt kreativere Lines als auf Mutter zu gehen. Also da kommt es auch immer wieder darauf an, wie macht man es, aber oft ist es ziemlich plump und so ein bisschen ausgelutscht, aber egal, darum geht's nicht. Es ist einfach ein Rap-Battle. Vor allem, wenn im Vorhinein ausgemacht wurde, es gibt keine Tabus und es ist halt einfach irgendwo eine der häufigsten Dislines, würde ich sagen, so, dass man halt einfach auf Mutter geht, was vielleicht nicht ganz cool ist, aber man kann es halt auch übertreiben. Man kann halt auch einfach drüber stehen oder eben am Anfang die No-Gos klar definieren. In einem Battle-Rap-Turnier so auszurasten. Junge, ApoRed, bitte lösch dich einfach. Das, was momentan immer weiter zum Vorschein kommt bei ApoRed, wird immer und immer erbärmlicher und es zeigt, wie unfassbar verwerflich dieser Typ eigentlich ist. Junge, wir sprechen hier mittlerweile nicht mal mehr von harmlosem YouTube-Zeug, sondern das geht halt wirklich ins Extreme über. Dass einige nun immer noch meinen, dass Mimi ja der Gestörte ist, weil er so viele Videos über ApoRed oder Leon Mascher gemacht hat, ist mir wirklich ein absolutes Rätsel. Also, wer Red nach den ganzen Aktionen immer noch 100% glaubt oder ihn supportet, der ist mir wirklich suspekt. Naja, machen wir aber nun weiter, denn Sascha wurde verklagt und verurteilt. Der Grund dafür ist, dass sie in einem Video über Julienko ebenfalls auch Dennis Loos kritisierte. Das ist übrigens der Typ, der immer mal Gewinnspiele mit Julienko veranstaltet. Und dieser mahnte Sascha ab. Naja, abgemahnt wurde ich für mehrere Aussagen und die Verwendung von Fotos, nämlich von Dennis Loos, obwohl ich diese mit Quelle angegeben habe und sie auch meiner Meinung nach entscheidend waren für den Beitrag. Ich wurde auch abgemahnt für Aussagen, die nicht von mir waren, sondern von der Expertin aus Dennis Doku. Und ich habe sozusagen die Expertin dadurch zu Wort kommen lassen. Also, sie wurde für verschiedene Punkte abgemahnt, krass, die meines Erachtens nach auch gar nicht abmahnbar waren. Der Hauptgrund dafür war allerdings... Hätte ich jetzt aber auch gesagt, also sie blendet die Aussagen aus einer bereits existierenden, also diese Doku ist ja online und sie blendet Ausschnitte davon ein und wird dann für diese Aussagen abgemahnt, die sie ja gar nicht getroffen hat, sondern eben eingeblendet hat, okay. Dass sie Dennis in ihrem Video nicht nach einer Stellungnahme gefragt hat. Also er konnte sich praktisch für ihr Video nicht zu Wort melden. Und okay, genau deshalb ist dann diese Situation etwas eskaliert und es kam direkt zu einer Abmahnung. Als Sascha dann übrigens nachträglich extra noch ein Video machen wollte für eine Stellungnahme von Dennis Loos, wollte bzw. auch sollte er gar nicht mehr wirklich drauf eingehen, was ich irgendwie ziemlich weird finde. Und ja, was soll man sagen? Das ist schon ziemlich bitter, dass deswegen jetzt das Video offline genommen wurde, denn ich finde die Beiträge von einer Sascha sind oftmals ziemlich akkurat, sehr gut recherchiert und vor allem aufklärerisch und wichtig. Denn rund um Dennis Loos Aufklärung zu betreiben, sehe ich als gut an, vor allem wenn man weiß, dass einige Punkte super kritisch rund um ihn stehen. Des Weiteren ging sie dann noch auf das Video von Jonas Ems ein, welcher ja ein Video zu den Meinungsblockern und Sascha gemacht hatte. Dazu schaut aber gern sein oder auch ihr Video an. Ist auf beiden Seiten ziemlich interessant geworden, kann ich nur empfehlen und das war's eigentlich. Schade aber an der Stelle, dass man instant irgendwie seinen Anwalt einschalten muss, anstatt das vielleicht auf einem anderen Wege zu klären. Aber jetzt... Ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie so einen Move, der gerade in letzter Zeit total oft vorkommt. Also anstatt, dass man da so ein bisschen versucht, die Sachen halt einfach zu klären untereinander. Man kann ja mal nachfragen, so ey, ich finde das nicht so cool, dass du das hochgeladen hast, kannst du das bitte runternehmen oder kannst du das neu filmen mit einer Stellungnahme von mir, irgendwas. Aber dass die Leute halt immer gleich mit dem Anwalt kommen, kann man natürlich machen, aber finde ich auch manchmal ein bisschen drüber. Ihr seht damit, es ist diese Woche mal wieder einiges passiert. Wenn euch dieses Format hier gefällt und ihr immer up to date bleiben wollt, dann lasst super gerne ein Abo auf dem Kanal da und aktiviert auch die Glocke. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und vor allem lasst auch ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao. Ja, finde ich, ist ein cooles Format, so ein bisschen up-to-date zu sein mit allen Themen, die es halt so aktuell gibt.
Finde ich cool. Ja, kann man so weitermachen. Gutes Video. Und ich bin gespannt, was die nächsten Wochen so passiert. Dann würde ich sagen, lasst auch bei mir ein Like da. Schreibt einen Kommentar in die Kommentare. Vergesst nicht, meinem neuen Hauptkanal zu folgen, Zoe Mattea. Der heißt jetzt ja Zoe Mattea Twitch Highlights. Deshalb folgt meinem Hauptkanal. Da kommen jetzt auch regelmäßig eben Hauptvideos, nicht nur die Reactions, die hier eben auch kommen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.